die Ausgangslage für eine Stadt zu beschreiben, um dafür auch dann das richtige Programm und die richtige Antwort zu finden. Vielleicht etwas zur Stadt insgesamt. Die Stadt hat eine nicht nur wechselvolle Geschichte, sondern die ist erlebbar in der Stadt in ihren unterschiedlichen Ausprägungen. Es ist eine außerordentlich vielgestaltige Stadt mit verschiedenen Traditionslinien. Mannheim ist für mich die kleinste Metropole in Deutschland. Was heißt Metropole? Sie hat alle Fragen, die große Städte berühren, in sich beheimatet, muss mit diesen auch entsprechend umgehen. Mannheim ist kein Idyll, ist eine Stadt auf der anderen Seite mit großen Potenzialen, gerade auch aus diesen unterschiedlichen, nicht nur Traditionslinien, sondern auch unterschiedlichen Aspekten als Kulturstadt, als industrieller Schwerpunkt, als Dienstleistungs- und Einkaufsstadt, genauso wie als Wissenschaftsstadt. Wir sind vor 8 Jahren durchaus mit einem anspruchsvollen Veränderungs- und Reformprogramm gestartet und haben dabei die Stadt, glaube ich, an verschiedener Stelle doch deutlich nach vorne bewegt. Eine Dimension ist für mich ganz zentral, das ist das Thema der Bildungsgerechtigkeit, der Integration. Hier entscheidet sich die Zukunft Mannheims in ganz besonderer Weise, zum einen in der sozialen Dimension, in der Art, wie wir zusammenleben, natürlich in den sozialen Perspektiven für die jungen Menschen, die es betrifft, und vor allen Dingen natürlich dann auch in der Perspektive unter dem Aspekt, ein Wirtschaftsstandort braucht auch qualifizierte Menschen, nur so werden wir uns auch entsprechend wirtschaftlich entwickeln können. Die zweite wesentliche Säule, auf der letztlich unsere Zukunft beruht, ist tatsächlich auch die wirtschaftliche Dynamik. Auch hier haben wir einen deutlichen Schwerpunkt gesetzt, haben vieles verändert, nicht nur von der Wirtschaftsförderung her, sondern auch in der Analyse, wo liegen die Zukunftsthemen für eine Stadt, haben 2 identifiziert, die auch die Stadt heute mit prägen, zumindest beginnen zu prägen. Das eine, was sehr sichtbar ist, ist das Thema Kreativwirtschaft. Das hat auch einen Ausfluss gefunden jetzt im letzten Jahr mit der UNESCO City of Music, und zum anderen das Thema der Medizintechnologie als einem Thema, was tatsächlich uns auch in eine industrielle Zukunft neuen Typs mit in Mannheim führen kann. Hier entwickeln wir einen Forschungscampus und haben auch einen Zuschlag der Bundesregierung bekommen für dieses Thema. Das sind die wesentlichen Säulen, auf denen letztlich dann auch die Perspektive einer Stadt beruht, also die Frage, wie sich wirtschaftliche Entwicklung darstellt auf der einen Seite und wie sich Integration auf der anderen Seite darstellt, wie sich die soziale Entwicklung darstellt. Wenn das nicht gelingt, dann können wir lange über Finanzpolitik reden, über die Frage, geben wir den Euro an der einen Stelle aus oder auf der anderen Stelle aus, weil dann sind es einfach weniger Euros oder nicht genug von dem, was wir eigentlich tatsächlich als Stadt bewegen wollen. Eine zentrale Dimension für die Zukunft ist für mich die Frage, wie organisieren wir Zusammenhalt? Da sind wir natürlich besonders gefordert als eine Stadt, die besteht aus Menschen mit über 170 Nationen, und auf der anderen Seite haben wir natürlich die große unmittelbare Lebensqualität zu entwickeln. Das wäre für mich auch sicher ein Schwerpunkt für die nächste Amtszeit, hier auch nochmal die Themen Stadt am Fluss, aber auch insbesondere Naherholung, aber auch die Fragen Aufenthaltsqualität in der Stadt weiter zu stärken. Das bedeutet auch, dass wir forciert in Richtung einer neuen Mobilität gehen, auch unsere Verkehrspolitik durchaus noch progressiver gestalten, den Umweltverbund stärken. Dazu gehört eine ganze Reihe von Maßnahmen. Das Programm will ich im Laufe der Woche vorstellen und damit auch neue Akzente setzen. Ich glaube, wir haben eine erfolgreiche Zeit hinter uns. Neue Themen sind in diesen 8 Jahren auch mit hervorgetreten. Diese neuen Themen will ich genauso engagiert und in der Breite der Bürgerschaft angehen, wie das in den letzten 8 Jahren gelungen ist. Schönen Dank.